Was geht ab, mein lieben Freunde, Ayoni, und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Serie auf Rille zum Titel. Ja, Freunde, ich dachte mir, auf Oldschool-Basis gibt es endlich mal wieder ein schönes Night-Let's Play. Wir haben jetzt gerade 2 Uhr in der Nacht. Und wenn ihr dieses Video seht, bin ich gerade noch in München. Ich komme nämlich erst heute Abend wieder, bin Samstag, Sonntag dort gewesen. Und ich dachte mir, komm, ein schönes Night-Let's Play muss auch mal wieder sein. Letzte Folge, was ist da passiert? Einfach Kane kam rein. Hat uns einen Chokeslam gegeben an die Ringtreppe. Mein Rille war komplett am Arsch. Social Media ist am explodieren. Wir haben hier einige Nachrichten bekommen im Posteingang. Amy Dumas hat geschrieben, hey, ich hoffe, dir geht's gut. Ich weiß, dass wir uns erst einmal bei der Afterparty von Mania begegnet sind, aber ich habe bei SmackDown gesehen, dass mein lieber Ex-Mann Kane zurück ist und es auf deinen Titel abgesehen hat. Ich kenne den Typen besser als alle, die er am Leben gelassen hat. Wenn du also ein paar Tipps brauchst, sag Bescheid. Na, okay. Bist du in Ordnung? Ich dachte mir schon, dass Mist nichts Gutes im Schilde führt, aber eine so schreckliche Kreatur wie Kane für seine Quoten tanzen zu lassen, ist sogar unter seiner Würde. Viel Glück, junger Mann. Junge, 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 Alter, das ist schon krass, ne? Wie wir alles so Nachrichten bekommen und sowas. Mal gucken. So kurz davor, der Giant Omos war so kurz davor, Rille zu besiegen und SmackDown den Champion zu liefern, den es verdient. Der Junge hat sich gut geschlagen. Mist, tatsächlich hat Rille bei Gomus und mir so Glaubwürdigkeit verdient, dass wir gerade in der VIP-Lounge sitzen. Diesen Clown lässt in die VIP-Lounge, wir haben richtig Spaß, Mist, genau. Geil, Alter. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergehen wird, Freunde. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Ich habe jetzt die Sachen wieder auf alle Standard eingestellt, also diese ganzen KI-Sachen und sowas, weil ich blick da ehrlicherweise nicht wirklich durch. Ich hatte mir ein YouTube-Video angeguckt. Ich weiß nicht, was da die optimale Einstellung ist. Deswegen werden wir heute mal einfach Standard an die Sache rangehen. Und ihr habt auch gesagt, es gibt Sachen in der Story, wenn zum Beispiel eine Faust da ist, dann bedeutet das einfach nur ein Kampf ohne Story. Ist es ein Ausrufezeichen, dann ist es eine Nebenstory. Und wenn es das WWE-Logo ist, dann ist es die Hauptstory. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Und ja, wir gucken mal, dass wir ein paar Nebenmissionen machen. Jetzt diese normalen Kämpfe braucht man eigentlich nicht großartig zu machen, aber Nebenmissionen haben wir auch vielleicht teilweise so eine kleine Story. Und jetzt stehen wir hier vor Dominic Mysterio. Mal gucken, was er zu sagen hat. Ich bin gespannt, Leute. Daumen da lassen, abonnieren und viel Spaß bei dem heutigen Night Let's Play. Let's go. Mal gucken, was er sagt. Hey Dom, what's up? Was gibt's da? I know things started out rough between us going for the WWE Universal title. It was dog eat dog, but I get it, because it was just like that in the yard, back when I was in the joint. Schwamm sure drüber. Thing, man. This thing Miz has going on with you and Kane, it ain't right. But I think I might... I am definitely open to some advice. Especially since I hear Miz is going to announce a title match against Kane. Oh shit, title match. Glad you're willing to listen, but not here. Miz has got stooges creeping everywhere. You want my help with Kane? Meet me out. I'll keep that in mind. Lita actually offered to help me out too. Seems like you gotta make a choice then. Get help from Kane's old flame, or fight fire with real fire. Boah. Ach du Scheiße, Entscheidungsoption, was? Wichtige Entscheidungen für meine Story sind markiert. Solche Entscheidungen wirken sich auf den Verlauf deiner Story aus oder beeinflussen, mit welchen Superstars du dich später verbinden kannst. Okay, das ist krass. Das ist geil. Du solltest Undisputed und Unleashed mehrmals spielen und eine andere Entscheidung fällen, wenn du diese Symbole dabei erneut siehst. So erlebst du die anderen Geschichten, die sich aus diesen Entscheidungen ergeben können. Krass, das heißt, es gibt ja doch verschiedene Sachen. Entweder Lita, wie ich euch gerade auch die Nachricht gezeigt habe, oder Dominic. Ich sag euch ehrlich, die Ex lieber aus dem Spiel. Und am Ende verliebt sie sich noch wieder in ihn und dann kämpft die auch noch gegen mich, Alter. Deswegen ganz schwierig. Lieber eine außenstehende Person. Deswegen würde ich Dom nehmen. Am Ende kommt sie, ach Kane, ich wollte doch nur alles, dass wieder gut wird. Sei leise, Alter. Wir gehen zu Dom. Doms Hilfe in Anschluss nehmen. I'm in. Not if I see you first. Am Ende ist das eine Falle, wurden komplett hops genommen. Stell mal vor, wir gehen jetzt auf Parkplatz, auf einmal kommt wieder von Kane hinten. Oh, Chokeslam. Geschichte fortsetzen. Safe, Alter. Junge, komm weiter. Nach Kanes schockierender Rückkehr tritt der WWE Universal Champion bei SmackDown Quotenspektakel von Miz gegen den Demon an. Doch in welchem Zustand befindet sich El Rille? Hoffentlich in einem schrecklichen Zustand, wenn wir dadurch einen neuen Undisputed WWE Universal Champion bekommen. Übrigens nennen wir das hier Sweep Swerve. WWE Regal schreibt mit. Der war gut, Boss. Ach du Scheiße, Alter. Wenn es jetzt wirklich ein Match gegen Kane gibt, Freunde, dann kommt Ernesto mit seinem richtigen Einlauf. Dann kommt der Song. Oh, was passiert denn jetzt hier? Guck jetzt, von hinten gibt es eine Attacke. Guck jetzt. Was mal mit? Guck mal, dieser Blick von El Rille.
Oh mein Gott, ich hab's gewusst. Was ist denn das? Verpasst Dominik eine schwere Kombo? Was ist das? Ey, ich habe es gerade noch gesagt. Ich habe gerade gesagt. Ey, chill mal. Das ist doch krank, ne? Ja, ich habe die Story schon vorausgesagt, ohne sie zu voraus. Bruder, was passiert hier? Der nimmt mich komplett hops. Hallo? Was ist denn jetzt los? Ey, der zeigt mir nicht mal, wann ich drücken soll. Ich kann hier nicht mal kontern. Ey, ich werde gerade so hops genommen, ne? Konzentrier dich, Alistair. Zu früh wieder. Jawohl. Jetzt. Junge. Stuff. Bam, Junge, in die Fresse. Schwere Kombi gibt's jetzt. Oha, wir kontern wieder. Jetzt kommt schwere Kombi. Fuck. Boah. Schwere Kombi haben wir. Gib mir eine Bombe. Uff. Kämpfe Dominik in Richtung des Fußes der Rampe. Der Fuße? Welche Rampe, Alter? Wo ist denn eine verdammte Rampe? Wo ist hier eine Rampe? Das reicht. Übernimm die Kontrolle und schaffe dich. Um zum Fuß der Backstage-Rampe im Interview-Set. Okay. Dann Backstage-Rampe-Interview-Set. Junge, mein Titel, Alter. Ich hau den gleich einfach mit meinem Titel. Das Night-Let's Play schon viel zu laut, Alter. Ich muss leiser reden. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht am Übersteuern, weil ich jetzt zu laut rede. Ja, das schafft er niemals, oder nicht? Was? Ey. Ohne Scheiß, der ist echt stark, ne? Der ist wirklich stark. Ich muss hier aufstehen. Gleich sind wir am Arsch, dann steht da sofort Wiederholung. Sofort Erholung. Ey, was ist das für eine Scheiße? Ey, wer schreit denn da? Wer schreit denn? Die Leute im Auto am Schreien. Das wird natürlich alles übertragen und die sind so... Ey. Okay. Ich hau ab. Bruder, ich muss weg. Ich muss Prison Break machen. Lass mich in Ruhe. Verpiss dich. Geh weg. Ey, geh weg. Nein. Scheiße. Ey, okay. Was, so will ich es haben, Alter. Genau so. Er war gerade echt stark. Okay, und jetzt heißt es, Freunde, komm. Volle Konzentration. Wir dürfen uns das hier nicht bieten lassen, dass wir kaputt gehen. Über die Kameraperspektive. Ey. Immer eine Millisekunde, bevor ich diese Kreissache hier mache, schafft er das, mich gefertigt. Ey, was ist das? Du machst das die ganze... Ey, willst du mich verarschen? Der macht das gerade schon zum dritten Mal. Komm schon. Ey. Wieso kann ich nicht kontern? Endlich, Alter. Das war eine schwere Kombi von mir. Tack. Bam. So, und wo soll ich jetzt hin? Kämpft Dominik in Richtung des Fußes der Rampe. Ey, welche verdammte Rampe? Hier ist das Interview-Set, ja. Ach, geil, alle fliegen daneben. In der Konter hat, Digga. Bruder, diese Soundeffekte, Alter. Wirklich wie ein Film von Jackie Chan, Alter. Bruder, was? Ey, Elrille, der ist, glaube ich, besoffen. Der kriegt gerade so auf die Schnauze, ne, von Dominik. Das ist krass. Das ist echt krank. Der Stuhl des Fußes. So, perfekt. Endlich mal gekontert jetzt hier. Bam, Alter. So, jetzt kriegst du mal Kraft von mir. Kraft. Sehen wir noch hier diesen... Was ist das? Air-Hockey-Schläger? Boah. Stuff. Junge, warum fällt der nicht um? Fall um, der Hund. Ach du Scheiße. Kriegt der Rille einen im Magen. Oh mein Gott. Nein. Aufpassen. Oh mein Gott. Dieser Soundeffekt hier. Zack. Boah. Hat den rausgeschmissen. Aber wo soll ich hin? Übernimm die Kontrolle und schaffe Dom zum Fuß der Backstage-Rampe beim Interview. Backstage-Rampe. Ne, hier. Backstage-Rampe. Wo zur Hölle ist eine verdammte Backstage-Rampe? Ja, Leute, das ist gerade echt. Wir sind hier. Warte, gehen wir hier lang. Gucken uns mal ein bisschen an, was hier alles gibt. Wow. Wo sind wir denn hier? Guck mal, wo wir sind. Einfach Parkplatz. Und auf einmal ist das Story-Game geworden. Scheiße, ich kann ja nicht weg. Wo ist der? Hau ab. Nein, der hat mich gepackt. Bitte, ich muss weg. Ich habe keine Ausdauer mehr. Lass einfach gehen. Alles gut, Bruder. Kein Stress. Ey, geh weg. Oh. Scheiße, Mann. Oh. Junge, der ist
Der ist echt gut, muss man schon sagen, Alter. Der ist schon echt gut. Muss auf jeden Fall da zum Interview-Set. Bam. Erstmal krieg ich jetzt meine Bombe. Jetzt muss ich hier weg. Hau ab. El Rille. Rennen. Oh, jetzt kann ich nicht mehr rennen. Ich muss hier weg. Ich geb ihm erstmal einen Finisher. Zack. Boah, der ist geil, der Finisher. Guckt ihn euch jetzt an. Guckt ihn euch an. Boah. Einfach in die Fresse benommen. Junge, El Rille, einfach keine Ausdauer mehr. Guckt euch das an. Ich gehe. Es passiert nichts. Jetzt endlich wieder. Okay. Aber er steht doch. Backstage-Rampe beim Interview-Set. Ja, das Interview. Meine Güte, Alter. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, ne? Egal, ich gehe. Nein, ich bin falsch gelaufen, ich Idiot. Guck mal, wie langsam der. Guck mal, der Dominik, der rennt. Ja, komm, geh schneller. Aha. Damn, son. Why are you trying to break my jaw? Because you jumped me in a parking lot. I thought I was meeting you out here to talk. Man, I wasn't jumping you. This is how we do it in maximum security. Was? You gotta jump the new fish into the gang. Maximum security? You were in jail for like a day. Don't worry about all that. All that matters now is we're brothers. Whatever. It's gonna take the same thing to take out a monster like Kane. Becoming his brother? I think he already has one. Nah. Prison rules. One of my boys, he can get me a discount. What? Taser. Electroshocker? Taser. That's right. Kane's gonna get got when he least expects. I'm not so sure this is the way to go. Nah. We're brothers for life. Remember? I got you, dog. Ja, wahrscheinlich Brüder fürs Prison Leben, Alter. Rules. Knastregeln. Wait, Dom. Seriously? Junge, ist der komisch, Alter. Irgendwie vertraue ich dir. Das so wie, weißt du, wie der drauf ist, wie Tweener von Prison Break. Irgendwie, man mag ihn, Alter. Irgendwie das Projekt. In der Gerüchteküche wird serviert, dass El Rille im Training auf ungewöhnliche Methoden zurückgreift, um sein WWE gegen Kane seinen Titel zu verteidigen. Egal zu welchen verzweifelten Maßnahmen er auch greift, nichts bereitet El Rille auf das Match vor, weil ich ein Casket-Match daraus mache. Schaltet bei SmackDown ein, um das Live-Begebnis von El Rille zu erleben. Hat er gerade Casket-Match gesagt gegen Kane? Ach du Scheiße, Alter. Okay, Freunde. Mach dir wegen dem Casket-Match keine Sorgen, Bro. Mit meiner Hilfe beerdigst du Kane. Knastregeln. Übrigens wurde der Elektroschocker beschafft. Wann bringst du ihn mir? Keine Sorge, ich hab das im Griff. Ach du Scheiße, Freunde. Geht's jetzt ran gegen Kane? Ich bin gespannt. Let's go. He's the best and nobody can stop him. We are back in the ring, 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 ring. Okay, Freunde, jetzt wird's ernst. Oh mein Gott, Alter, es kommt einfach. Der Gegner muss beerdigt werden. Es gibt keine Pinfalls, keine Aufgaben, keine Disqualifizierung, kein Auszählen. Die einzige Möglichkeit zu gewinnen ist, dass ein Superstar seinen Gegner in den Sarg zwingt, auf welche Weise auch immer. Wenn der Sargdeckel geschlossen wird, siegt der verbleibende Superstar. Das ist krank. Das ist krank, Leute. Oh mein Gott, jetzt geht's los, Freunde. Ey, das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Okay. Es geht um unseren Titel. Es ist wirklich mit, glaube ich, das wichtigste Match unserer Karriere hier. Im WWE. Gegen das Monster Kane. Seid ihr ready, Freunde? Ich bin auf jeden Fall bereit. Es geht um diesen Titel. Diese junge Dame ist hier am Start. Okay, komm her, Kane. Bam. Schwäche der Big Red Machine. Geil, Alter. WWE macht so Bock, Freunde. Ich nehme das Video ja gerade in der Nacht von Freitag auf Samstag auf, Freunde. Ich werde WWE niemals aufhören. Es macht so Laune. Ich habe so Spaß daran. Klar, ich mache ab und zu mal ein paar Fehler, ein paar lustige Sachen. Aber das darf man nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen, Ernesto Valverde, manchmal bin ich ein bisschen lost, ne?
Und mit dieser scheiß KI-Einstellung, da müssen wir auch mal gucken, dass wir das mal geregelter hinbekommen. Aber, oh mein Gott, ich dachte gerade, der schmeißt mich jetzt auf den Sarg, in den Sarg rein. Aber solche Matches hatten wir noch nie gehabt vorher, ne? Ich hatte noch nie so ein Match gehabt vorher in WWE-Karrieren. Ich glaube, das gab es vorher noch gar nicht, oder? In den Karrieren, habe ich noch nie gesehen. Ich hoffe, er schmeißt mich jetzt direkt rein, weil er ist schon stark, Alter. Okay, komm, wir müssen uns konzentrieren, Alter. Das ist ein wichtiges Match, komm. Genug gelabert jetzt hier. Aber andererseits müssen wir auf das Match konzentrieren. Oh, oh. Oh, oh. Alter. Mit dem Rücken auf den Sarg. Junge, der macht den Sarg schon auf. Der will das Ding schnell beenden. Der will das schnell beenden. Kommst du klar? Komm her. Du Schwanz, Alter. Bam. Wir müssen auf jeden Fall unser Moveset noch ändern. Da müssen wir auf jeden Fall neue Sachen einfügen. Das ist nicht so einfach. Neuen Finisher auch. Und so. Scheiße, wir müssen ihn greifen. Versuch ihn zu greifen. Ich hoffe, das wird ein normales Match. Ich will dieses Match normal gewinnen, ohne irgendwelche Elektroschocker. Ein Irish Whip Versuch, aber Kane lässt sich... Ach du Scheiße. Boah, direkt in die Hölle. Ich glaube, der Champion ist raus, Leute. Was? Jetzt will Kane daraus Kapital schlagen, wird den Sarg öffnen und den Champion ein für alle Mal bestatten. Was? Niemals, El Rillo, du lässt... Ja, der Sarg war doch schon offen, wieso ist der jetzt wieder zu? Für die Ära der Big Red Machine bei SmackDown, ich bin es auf jeden Fall. Nein, 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 niemals. Oh mein Gott. Was war das denn? Einmal kommt der aus dem Ring. Gibt es keine Disqualifikation, Michael? Ja, das ist nicht... illegal. Muss das der Champion ein Betrüger? Ich gebe dir nur ungern recht, Corey, aber es sieht nicht aus, wenn du Dirty Dom mit einem verdammten Taser anheuerst. Ja, das sieht jetzt wieder so aus, als wäre El Rille auf die Hilfe anderer angewiesen und kann es nicht alleine schaffen, so wie auch die letzten Folgen zuvor im... Was? Junge, geh weg, Dominik, der wird dich jetzt aufessen. Der wird... Mysterio wurde geschnappt. Oh mein Gott. Oder was passiert hier? Ach du Scheiße. Der Universal Champion schaltet Kane von hinten aus. Ja, wo hat er den ausgeschaltet? Nur in seine Beine gegangen. Wieder am Anfang. Außer der Tatsache, dass Dom als Blitzableiter herhalten musste. Blitzableiter, wenigstens lebt er noch. Einfach Blitzableiter. Das ist kein Match mehr. Das ist ein Kampf ums Überleben. Was ein heftiges Match. Komm, Leute, du musst den Partner an. Der Sieg Kane, um den du den Sarg beförderst. Komm, Kane, sei ein Mann. Wenn der mit seinem Tritt da immer ankommt, ne? Das hat so Angst. Das ist so schwer. Nein, nein, nein. Oh, Stefan, der schmeißt mich einfach so in den Sarg rein. Starke Rille, gib ihm jetzt. Nein, nein, nein. Ey, ey. Nein. Ey. Ey. Boah. Du Scheiße! Ich habe gedacht, der kann ihn jetzt einfach zuklappen, ohne dass wir uns da wehren können. Das war halt echt knapp. Ey, niemals. Oder man merkt, Kane ist schon ein anderes Kaliber, ne? Das ist schon echt spannend. Was ein geiles Match. Was ein geiles Match. Komm, gib ihm jetzt. Braucht man Signature. Ey, El Rille. Ja, ihn jetzt. Zack, genau so, genau so. Ich will noch keinen Rage machen, ich will ihm erstmal ein Signature geben. Dieser Signature-Move. Zack, der ist geil, der ist geil. Gib ihm den geladenen Finisher. Komm schon, pack ihn dir. Darf ihn nicht kontern. Boah, wir müssen diesen Fallrückzieher auf jeden Fall irgendwie wegkriegen, Alter. Das reicht mir, den Fallrückzieher. So, guck mal unterm Ring. Guck mal unterm Ring. Ich hab Bock auf den Basie. Hol den Basie raus. Wenn nicht mit dem Basie, dann mit dem Plazy. Wo schlägt der hin, der Idiot? Wieso trifft er ihn nicht? Oh mein, das hat wehgetan. Ach du Scheiße. Oh oh. Nein, 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 nein. Kontern. Zu früh. Scheiße. Mein Leben ist ungefähr gleich. Hin und her, Leute. Hin und her. Nein. Komm, 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 komm. Wichtig, Junge. Wichtig, wir kommen hier raus. Alter. Dame in deine Fresse. Junge, wie oft will er denn noch zum Bluten bringen? Man sieht ja nicht mal, dass der blutet unter seiner Maske. Bam, schwere Kombi. Genau so. Steh auf, steh auf. Ich will mal, ich hab Bock, wisst ihr, worauf ich bin? Oh mein Gott, wie schnell der aufsteht. Nein, nein, nein.
Luis, greif dir zum Basie. Oh, oh. Hey! Luis! Oh mein Gott, was? Was ist das denn? Ey, bitte, bitte, bitte. Steh auf, steh auf. Wichtig, Rille, steht auf. Alter. Ich hab grad gedacht, was geht denn jetzt ab? Guck jetzt, der kommt rein. Guck jetzt, Freunde. Eins, zwei und... Ach, Digga, Rille, was machst du da? Ey, der will mich um alle Preise nehmen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. War so schwer, da zu drücken die ganze Zeit. Nein, 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 nein. Komm. Nein, 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 nein. Oh, Junge, Alter, es wird immer schwerer. Je weniger wir leben, wir haben, desto schwerer wird das. Komm. Wichtiger Konter. Zack. Zack, zack. Bam. Bam, Junge. Knie in die Fresse. Schmeiß. Nein, nein, nein. Ich will den Basie auf seinen Kopf schmeißen. Was ist denn das? Er will mich zum Aufgeben zwingen, oder was? Das geht nicht bei diesem Match. Einer von uns beiden wird im Sarg landen. Entweder du oder ich, Kane. Und ist das ein Riese, Alter. Das ist mein Rage. Oh mein Gott. Kann ich nicht... Kommst du, Piledriver. Bringt dir ja nichts, Bruder. Will doch, mach doch Pinfall, mach. Oh nein, wenn er mich jetzt in den Sarg befällt, ist das Ende. Ich kann mich nicht wehren. Bitte nicht. Oh, zum Glück, Alter. Ich bin benommen. Hätte er mich jetzt in den Sarg geschmissen, das hätte ich machen sollen. Das holt dann immer Sachen aus dem Ring. Aber das ist ein geiles Match. Ne? Das ist ein geiles Match. Jetzt ist wichtig zu kontern. Er darf mich nicht treffen mit dem Scheißstuhl. Was macht er da? Legt er den Stuhl? Was macht er da? Was geht ab mit diesem Typen, Alter? Guck mal jetzt. Junge, was machst du da, du Idiot? Was macht er da? Oh nein. Oh oh. Wir fangen gleich auch noch an zu bluten. Konter doch, Junge, was machst du? Hey Leute, ich muss den irgendwie in diesen scheiß Sarg reinbringen. Ohne Scheiß, wenn das ein normales Match wäre, ich glaube, ich hätte das verloren, ne? Ohne Scheiß, weil der hat mich so an den Eiern gerade. Das ist krank. Das ist echt krank. Ich muss in den Ring, in den Ring rein. Komm, er lässt mich mal in den Ring rein. Was macht er mit seinem Fuß? Was macht er mit seinem Fuß? Habt ihr gesehen? Er macht einfach Spagat. Er holt die Schuhe. Er will mich jetzt wirklich lebendig begraben mit der Schaufel. Mit der Schaufel. Nein, zu spät. Ich glaube, das ist nachts. Meine Reflexe haben nachgelassen nachts. Wichtiger Tritt. Wichtiger Tritt. Ey, wie schnell steht er? So, genau das wollte ich machen. Schmeiß ihm das an seinen Kopf. Schmeiß ihm das an seinen Kopf. Komm, hier. Wie gefällt dir das, hä? Abgeschmissen zu werden damit. Na, komm, dreh dich um. Pack ihn dir von hinten. Von hinten mit dem Hammer. Dr. Steelhammer. Dr. Steelhammer. Uff. Nochmal. Bam. Scheiße, er kontert. Ja, falsche Richtung, du Idiot. Schön gekontert, El Rille. Stark. Finish, er ist benommen. Bam, Fallrückzieher. Steh auf. Steh auf. Ey, meine Nase juckt. Steh auf. Ich will jetzt den Sarg packen. Schnell, schnell, schnell. Komm, komm, komm. Irgendwie müssen wir das hinkriegen, Freunde. Irgendwie müssen wir das hinkriegen. Nimm ihn dir. Das ist, wird so schwer sein, ihn da reinzukriegen. Ich versuche ihn vielleicht mal rein zu werfen, aber ich glaube, ein Rille kriegt den nicht hoch. Er ist zu schwer, oder? Ja, guck. Ich versuche ihn hochzuheben, es geht nicht. Es kriegt den nicht hoch. Oder? Nein, nein, aufstehen, steh auf. Hey. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Guck mal mein Leben, guck mein Leben. Nein, 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 ja. Junge, ist das schwer, ey. Wenn er mich nochmal da reinbekommt und hat einen Finisher davon, dann bin ich am Arsch. Dann bin ich am Arsch. Mach mal die Comeback-Moves, Comeback-Moves. Ich kann nicht mal meine Comeback... Oh mein Gott. Puh. Erhol dich, erhol dich, erhol dich. Stark. Nein, Junge, der ist so schnell. Alter, was ist ein geiler Kampf. Das ist ein geiler Kampf. Ich kann sagen, was der Wolf. Was ist los? Will er auf mich draufspringen? Will er auf mich draufspringen? Weg, 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 weg. Schön weggerollt. Ey, ich bin zu spät. Ich bin immer zu spät. Wichtiger Konter. Der war wichtig. Mach mal jetzt Comeback-Moves. Hol ihn hoch. Mach die Comeback-Moves. Mach jetzt das Comeback-Stuff. Genau so. Comeback. Viereck. Viereck. Ja?
als vielleicht noch ein Signature und dann rein in den Grab mit dem und auch noch vielleicht den Finisher hinterher. Vielleicht noch Finisher hinterher. Signature. Bam, Junge. Und jetzt Finisher. Was können wir als Finisher dem anbieten? Können wir vielleicht was aus dem Lauf machen? Boah, Junge, was war das? Ein neuer Finisher. Endlich, jetzt haben wir ihn. Das muss das Ende sein. Hier kann der nicht raus. Nimm ihn. Ja. Geh rüber. Geh. Komm, mach zu, mach zu. Wie geht das zu? Scheiße, komm. Schick das jetzt hin. Am ersten Versuch direkt. Guck. Ja, komm. Nein, nicht wahr. Ich mach mir das auf voll. Wieso kommt der da zurück? Ja. Oh mein Gott, der Undisputed Champion hat Kane einfach alle mal zur Ruhe gebettet. Ich kann es nicht fassen, dass er die Big Red Machine mit seinen eigenen Waffen geschlagen hat. Jetzt kann niemand sagen, dass El Rille nichts alleine kann. Das haben wir mit unserer alleinigen Kraft geschafft. Komm schon, Corey. Was geht denn jetzt ab? Es ist Roman Reigns. Bravo. Congratulations. The Dark Horse manages to win another race. And I didn't even have to win it for you this time. Did you forget? You're only standing there because of me. The WWE Universe has it, and they won't. You can hold my WWE Universal title for a year, 2 years. Why not three? It doesn't matter. You're just a tenant. I'm the landlord. You're holding something that doesn't belong to you because its owner has other interests. For now. Later, Chubb. War das echt nötig von Roman Reigns? Boah, der hat es gerade unnormal provoziert. Ich habe keine Lügen entdeckt bekommen. Roman Reigns hat gerade einen großen Sieg des WWE. Ich habe ihn wie eine Niederlage aussehen lassen. Bis zum Alter. Das war ein wichtiger Sieg für uns. Wir haben erstes Mal mit eigenen Beinen das geschafft, wo jeder gesagt hat, ey, du hast dir von allen helfen lassen, du schaffst nichts alleine. Und das war aber auch echt schwer, diesen Sarg auch zuzumachen. Wir wären dreimal fast selber beerdigt worden, wortwörtlich. Kein Underdog mehr. Hat El Rille der WWE Universal diesen Status offiziell abgelegt, als er im Castle Match gegen Kane den Deckel zugemacht hat? Ein ganz klares Ja. Wie ich dem jungen Mann bereits gesagt habe, katapultiert ein Sieg über Kane El Rille ganz nach oben. Tolle Leistung. Sehr, sehr tolle Leistung. Ja, Freunde, hier steht er wieder vor uns, The Miz. Was eine geile Folge. Man muss immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Freunde, ich hoffe, euch hat das Night Let's Play gefallen. Nach langer, langer Zeit wieder eine schöne Night-Folge. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns Dienstag bei der nächsten Folge wieder. Dann erzähle ich euch ein bisschen von meinem München-Trip. Und ja, am Donnerstag fliege ich ja nach Los Angeles, nach Philadelphia zu WrestleMania. Das wird krass. Da werde ich auf jeden Fall schön vloggen für euch. Und seid gespannt. Ja, wenn das so wäre, nimmt alles für euch auf. Und es werden geile Vlogs kommen. Ich weiß noch nicht, wo ich die Vlogs hochladen soll. Auf Feel Gaming oder auf meinem Hauptkanal. Weil eigentlich müsste ich ihn auf Feel Gaming hochladen. Weil auf Feel Gaming ist, ja, WWE. Und hier müssten auch eigentlich die Vlogs und so kommen. Das könnt ihr mal gerne reinschreiben. Aber das war's auf jeden Fall von mir. In dieser WWE-Folge vom schönen Night Let's Play. Was hat man für eine geile Folge. Macht's gut, Freunde. Haut rein und ciao.